So, das ist der QAP 99 in der Version 5. Wird also äußerlich komplett vormontiert geliefert. Dazu gibt es eine umfangreiche Baumappe und einen Karton. Das ist das Prozessorboard mit dem AVR. Verschiedene Kabelsätze. Quarze, Steckverbinder etc. Also praktisch für jede Baugruppe einzeln verpackt. Und ja, im Folgenden werde ich euch meinen Baufortschritt vorführen. So, dann schauen wir mal rein. Ich habe jetzt mal hier das Gehäuse abgenommen. Das sind also alle Leiterplatten natürlich unbestückt enthalten. Das ist der DDS-VFO. Hier vorne kommt später die Zähler-Unit hin. Ja, die Frontplatte ist komplett fertig, wie man sieht. Da ist nicht viel dran zu machen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe die Hauptplatine komplett bestückt. Etwa 100 Widerstände, 100 Kondensatoren. Wahrscheinlich noch 50 weitere Bauelemente. Und die PA-Platine mit Tiefpassfiltern, Relais zum Umschalten. Hier ist die Treiberstufe. Und die Endstufentransistoren kommen ja dann aufs Gehäuse im Transceiver auf die Rückwand. So, das ist die Prozessorplatine. Und das ist der DDS-VFO, der war bereits fertig und geprüft. An dem brauchte ich bisher nichts machen. So, nächsten Arbeitsschritte werden jetzt sein, die Rückwand des Transceivers zu verdrahten. Dann wird ja weiter montiert die Endstufentransistoren und Schritt für Schritt wird ein Transceiver draus. Kann auch noch mal die Frontplatte zeigen. Frontplatte wird komplett geliefert, fertig montiert. Hier schon mal ein Mikrofonstecker. Das ist die Front. Die ist also fertig montiert. Doch recht komplex. Und ja, Schritt für Schritt geht das weiter. Also ich habe da schon noch was vor und ja, wenn ich so weitermache,
steigen eigentlich die Jahre gar nicht mehr aus, Harry. Darf ich? Nochmal zu dir, bitte. 4-1 aus dem Biotop. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Nee, nee, das ist ja Quatsch, ne? Das ist immer nur eine Frage der Schnelligkeit. Joachim. Ja, denn. Mein Gott. 86 meters long. That's roughly. Jetzt ist auch der Sender komplett fertig abgeglichen. Bin jetzt hier auf 80 Meter auf der Bandmitte im Telegrafiebetrieb, CW. Und der Sender macht 12 Watt. Die Endstufe alleine zieht 1,64 Ampere. Und das Senderspektrum sieht so aus. So, jetzt 40 Meter. Zieht die Endstufe schon mal etwas mehr. Es kommen auch 14 Watt. Und das ist das Sendespektrum. Band, Telegrafie, 1,8 Ampere zieht die Endstufe, bei knapp 12 Watt.
Signal, 20:09. Ich habe hier in Kenwood nachgeschaltet, eine kleine PA und ein DO2-UTB. Ja, ich wünsche dir was, Grüße nach Hannover und Niedersachsen und alles Gute. DB1 Alpha India, Delta Kilo Echo, Zulu Alpha Bravo, Delta Mike 7, Delta X-Ray. Moin, moin, ja. Jo, tschüss, schönen Tag noch. Ja, danke schön. Dann nochmal kurzer Tipp hier, Delta Kilo 60 Zulu Alpha Bravo. Ja, Delta Kilo 60 Zulu Alpha Bravo mit Seko. Delta Lima 5, Delta Tango Lima mit CQ 40 Meter.